Ja, herzlich willkommen zum Abendtalk heute am Samstag, den 14. März 2020, mit mir, Norbert Gieso. Ich bin Autor und Astrologe in der Nähe von Kiel. Und ich war heute in Kiel ein wenig unterwegs und habe gesehen, dass hier und da die Blumen herauskommen, selbst hier bei uns hoch im Norden, dass die Bäume anfangen zu blühen. Und dass einfach es auch hier viele Gründe gibt, sich zu freuen oder auch friedliche, harmonische und schöne Gefühle zu haben, trotz der zum Teil ja dramatischen Lage. Denn in Kiel ist jetzt alles dicht: Schule, Universität, Kneipen, Clubs etc. etc. Alles ist dicht aufgrund des Coronavirus, wie ihr ja alle wisst. Und ich war dann auch im Supermarkt und habe gesehen, dass da Regale mit Nudeln und Regale mit Desinfektionsmitteln wirklich leer waren. Das habe ich das letzte Mal so erlebt oder überhaupt das einzige Mal so erlebt. Ich glaube, es war 1978, als hier im Norden die Schneekatastrophe war und da tatsächlich in den Supermärkten teilweise wirklich gar nichts mehr war. Aber damals konnte auch nichts mehr herangeschafft werden. Gut, bevor ich hier so mit dem Plaudern weitermache, mir geht es heute um einige Punkte. Der eine Punkt ist, eigentlich wollte ich hier das Video nennen Zwangsretreat für alle, aber das ist vielleicht so ein bisschen heftig, deswegen nenne ich es vielleicht Retreat für alle. Retreat heißt der Rückzug und wird heutzutage ja oft benutzt, wenn man auf dem Yoga oder auf dem Meditationsseminar geht, dass man dann sich von der äußeren Welt zurückzieht, dass die Aufmerksamkeit und die Energie nach innen gelenkt wird, um eben dort Fortschritte in Anführungszeichen in der Meditation zu machen, beziehungsweise eben herauszufinden, dass unser wirkliches und wahres Glückspotenzial im Innern liegt. So. Und wer wie ich die aktuellen Zeiten in den letzten Jahren beobachtet hat, und das habt ihr ja zum größten Teil auch, da konnte man eben sehen, dass sich unser Leben, dass sich die Welt immer schneller dreht. Globalisierung, Internet, Digitalisierung, billige Flugreisen, ein Wahnsinn im Grunde. Immer schneller, wie in so einem Hamsterrad, also kein Hamsterkauf, sondern wie im Hamsterrad, dreht sich alles immer schneller. Und nicht umsonst haben wir ja die Bewegung Friday for Future gehabt, haben wir die besorgniserregenden Klimadaten gehabt, weil einfach das für unsere Erde alles ein wenig zu viel ist und war. Und so dramatisch und tragisch jetzt auch dieser Virus, diese Epidemie oder Pandemie für manche Menschen sein mag, umso größere Chance ist es für unsere Erde, für unsere Heimat, einmal Luft zu holen, einfach dadurch, dass hier halt die vielen Flüge mal ausbleiben, dass viele Wirtschaftsprozesse, dass alles einmal runterfährt. Wie ich gestern zu einer Freundin sagte, so jetzt haben wir erstmal 90 Tage lang, 90 Karfreitage hintereinander, sodass man runterfahren kann. Das gilt für unsere Erde und das gilt auch für uns. Wir sind eben, ohne dass wir das freiwillig wollen, auf einem Retreat zu gehen, sind wir quasi jetzt alle mehr oder weniger gezwungenermaßen im Retreat. Viele Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, die vielleicht viele von uns gerne machen, können wir jetzt nicht mehr tun. Wir können nicht in die Kneipe gehen, wir können nicht tanzen gehen, wir können nicht in den Club gehen, nicht ins Konzert, nicht in die Oper, nicht ins Kino, etc. etc. Und eben jetzt auch, wo die Osterferien für viele Bundesländer anstehen, können wir auch noch nicht mal in Urlaub fahren, jedenfalls außerhalb von Deutschlands. Bei uns hier im Norden hat jetzt sogar Dänemark die Grenzen zugemacht. Also die beliebten Ferienhäuser in Dänemark können jetzt auch nicht besucht werden. All das fällt flach. Wir können uns quasi nicht wirklich auf diese Art und Weise ablenken. Wir können nicht vor uns und unserem Leben, unserem Alltag fliehen. Wir sind quasi gezwungenermaßen auf uns selbst geworfen, auf uns, auf unsere guten Freunde, unsere Beziehung, unsere Familien. Und selbst da ist es ja so, dass wir in diesem Paradoxium, diesem Paradox leben, dass wir uns zwar umeinander kümmern müssen, und auch da kommt auch von mir der Aufruf dazu, wirklich Abstand zu nehmen vom Egoismus, so gut es uns geht, wirklich zu erkennen,
Und dafür ist so eine Krise ja auch da, wirklich zu erkennen, dass wir alle in einem Boot sitzen, dass wir alle in dem großen Boot Erde sitzen, dass wir uns nicht nur auf unsere Heimatstadt, unser Land oder Europa beschränken, sondern dass wir wirklich global mal denken, weil diese Krise macht für keinen Menschen Halt. Es trifft halt alle mehr oder weniger, zumindest die Auswirkungen davon, wenn schon nicht die Krankheit. Und dass wir mal weggehen vor dem Egozentrik irgendwie, nur das Beste für mich, ich will mein Leben auskosten, sondern eben zu erkennen, dass vielleicht wahres Glück und wahrer Frieden und wahre Verbundenheit darin liegen, anderen weiterzuhelfen, für andere da zu sein. Und damit meine ich gar nicht unbedingt nur die konkreten Dinge, die auch wichtig sind, sondern eben auch vor allem, dass wir das sozusagen in Gedanken und im Gefühl machen, dass wir für andere da sind, dass wir besänftigend aufeinander eingehen, dass wir da, wo Panik und Angst ist, den Menschen weiterhelfen. Ich bin keiner von denen, die sich hier vor so eine Kamera setzen und sagen, oh Leute, habt keine Angst, habt keine Panik. Was für ein Unsinn ist das? Nicht? Wie, wenn ich schon Angst habe, wenn ich vielleicht auch schon eine gewisse Panik in mir spüre, und da gibt es ja im Einzelschicksal genügend Gründe, warum das Individuum, wenn er vielleicht an seine Eltern oder Großeltern denkt, vielleicht auch an die Unmöglichkeit, jetzt sein normales Leben weiterzuführen, wo die Schulen und so weiter dicht sind, wie organisiere ich das alles? Wenn für viele Menschen, zum Beispiel alle die ihre Alterssicherung auf Aktienkurse gesetzt haben, die jetzt teilweise ruiniert sind oder zumindest erstmal sehr, sehr viel Geld verloren haben, Sicherheit verloren haben. Viele selbstständige Kleinunternehmer oder andere Betriebe und Industrien stehen eben vor massiven wirtschaftlichen Einbußen. Das muss man ja auch bedenken, dass für viele Menschen eben auch die Existenzsicherheit wegbricht, dass eine Existenzunsicherheit da ist. Und da kann natürlich schon mal Panik aufkommen, wenn man weiß, mein Leben oder das Leben meiner Nächsten ist zumindest bedroht oder potenziell bedroht und auch meine wirtschaftliche Situation ist bedroht. Das sind Einzelschicksale. Da kann schon mal ein Gefühl von Panik aufkommen. Und was bringt es mir dann, wenn mir irgendjemand, so gut gemeint es auch sein mag, sagt, hab keine Panik? So, ich meine, man braucht wirklich keine Panik zu haben, wenn man im Supermarkt kein Klopapier mehr findet. Also das ist für mich Absurdistan hoch 5, weil Klopapier bei aller Liebe zur Reinigkeit ist ja nun wirklich nicht lebensnotwendig. Es gibt auch Altpapier oder, ohne dass ich das jetzt ausführen möchte, die Inder schaffen das ganz ohne Papier. Und wir werden ja auch nicht verhungern so schnell. Das heißt, diese auf bestimmte äußere Dinge gerichtete Panik ist wirklich nicht notwendig, aber einem Häschen, was vor der Schlange steht, zu sagen, hab doch keine Panik, ist nur eine Schlange, finde ich wirklich völlig blödsinnig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir müssen uns emotional da abholen, wo wir stehen, und wir müssen auch andere da abholen, wo wir stehen. Und es bringt ja nichts, wenn jemand seine Existenz bedroht sieht, ihm zu sagen, hat man keine Angst und keine Panik, so schlimm wird es schon nicht werden. Sondern da gilt es wirklich eben um konkrete Hilfe, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und natürlich dort entgegenzutreten, wo eben die Angst und die Panik über ein bestimmtes Maß hinausgeht oder nicht rational ist. Denn wir haben ja da tatsächlich auch eine Vernunft, wir haben eben auch einen rationalen Verstand. Und viele Dinge werden sich höchstwahrscheinlich dann auch nicht so dramatisch steigern, wie das eben von Sensationsmedien eben aufgepusht wird. Und da, finde ich, hat jeder von uns eben die Selbstverantwortung. Jeder von uns hat eine Verantwortung, wie er oder sie, wie wir mit dieser Situation umgehen. Diese Krise wird die Welt anders hinterlassen. Also die Welt wird hinterher anders sein, als sie vorher war. Und viele Menschen werden ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Es ist ja oftmals so, dass wir viele Menschen vieles sagen oder reden können, im Gespräch oder wie auch immer. Aber ich sage immer, die Wahrheit ist auf dem Platz. Das kommt so aus der Fußballersprache. Die Wahrheit zeigt sich im Handeln. Und wir werden innerhalb dieser Krise und im Anschluss an diese Krise werden wir erkannt haben, welches Gesicht, welche Absicht, welcher Natur jeder Mensch ist.
ob er nun Politiker ist, ob er Krankenschwester, Arzt, Mutter, Vater oder normaler Bürger ist. Es wird, wie immer, gibt es hier keine direkte Gerechtigkeit. Manche Dinge werden einzelne Menschen einfach schlimmer treffen oder stärker berühren als andere. Und die von uns, die vielleicht Kapazitäten frei haben in ihrer Zeit, dann können wir anderen unsere Zeit geben, um ihnen zu helfen, weil viele Ablenkungen fallen ja weg. Dadurch müsste ja eigentlich mehr Zeit da sein. Mit unserem Geld. Ich habe viele interessante Aufrufe gesehen, wie beispielsweise, wer sich das leisten kann, vielleicht muss man nicht wirklich jede Eintrittskarte das Geld zurückfordern. Vielleicht sieht man vieles als Spende an. Vielleicht können wir andere einfach auch materiell unterstützen, die es vielleicht nicht so gut haben wie wir. Und eben vor allem auch mental, dass diejenigen von uns, die einfach ein bisschen stabiler sind, weil sie vielleicht einfach ein bisschen mehr verstanden haben, weil sie Mentaltraining machen, weil sie Meditation machen, weil sie spirituelle Menschen sind, die ohnehin die Dinge schon in einer gewissen Relativität sehen, weil wir sowieso diejenigen von uns schon wissen, dass es hier keine echte Sicherheit gibt, dass Krisen individuell jeden von uns jederzeit treffen können und dass es aber etwas gibt von uns, was jenseits der Polarität, jenseits des Karmas, jenseits des Schicksals liegt. Wer das weiß, wer daraus eine gewisse mentale, innere Stärke ziehen kann, das ist eigentlich das, was wir auch anderen geben können. Diejenigen eben, die in unserem Leben vorkommen, die wir im Alltag begegnen. Nicht vielleicht, wenn wir schon bestimmte ältere Menschen oder Verwandte oder wen auch immer nicht selbst besuchen können aus Ansteckungsgefahr. Wir können telefonieren, wir können mailen, wir können mit den verschiedenen sozialen Medien arbeiten, wir können den Menschen Mut machen, wir können einander zeigen, dass wir nicht alleine sind. So, und das ist die ganz große Chance. Diese Krise bietet also eine ganz, ganz große Chance für uns, zu unserer Stärke zu finden, im Mitgefühl zu sein, etwas für andere zu tun und eben auch etwas für uns zu tun, nämlich vielleicht wieder mehr zurückzufinden zu den wahren Werten. Denn warum müssen wir denn eigentlich, sobald wir ein bisschen frei haben, irgendwo hinfliegen oder fahren? Warum müssen wir ständig unser Leben mit irgendwelchen äußeren Attraktionen füllen? Ist unser Leben denn so langweilig, so öde, so leer, so sozial arm, dass wir nichts damit anfangen können? Ist es denn nicht auch schön, jetzt wo vielleicht auch hier zumindest im Kiel mal ein Tag, vielleicht der Vorfrühling kommt, ist es denn nicht genauso schön, mal am Wasser spazieren zu gehen, an einem Fluss, einem See, durch den Wald, in der Natur? Ist es nicht toll, diese Zeit mal zu nutzen, vielleicht Yoga zu machen, vielleicht diese Übung, die wir immer aufgeschoben haben, mal zu meditieren, ein gutes Buch zu lesen, nicht? Und wir haben doch solange Strom und Internet da sind, und damit ist ja nicht zu rechnen, dass das ausfällt, haben wir doch die Möglichkeit, uns alles auch darüber reinzuziehen, wenn wir uns ablenken müssen. Also deswegen kann es sein, dass wir als Einzelperson, dass wir in unserem persönlichen sozialen Umfeld, dass wir in unserem Ort oder unserer Stadt und dass wir auch in unserem Land, dass wir vielleicht tatsächlich stärker aus dieser Krise hervorgehen, als wir da hineingegangen sind. Nicht? Deutschland hat ja in gewisser Weise in Europa oft eine Vorbildfunktion. Viele wollen das nicht hören, aber es ist einfach so, weil wir eben sehr gut sind im Organisieren, was sich ja jetzt auch schon wieder zeigt. Auch wenn auch viele Leute wieder auf hohem Niveau meckern. Und da gucken viele, viele Menschen auf der Welt, gucken auf uns, wie wir damit umgehen. Und wir können ja auch eine Vorbildfunktion haben und sollten die wirklich auch leben und eben auch, in so einer Krise, sage ich mal, sind wir ja auch alle gleichermaßen betroffen. Vielleicht kann sie uns auch helfen, diese schrecklichen Spaltungen, die in unserem Lande in den letzten Jahren, Monaten und Jahren vorgekommen sind, so dieser Rechtsruck, den wir haben, die zunehmende Verrohung und Gewalt und dieses sozusagen andere immer verantwortlich zu machen und auf andere herabzuschauen, dass wir diese Haltung überwinden, dass wir die Zivilcourage finden, dagegen vorzugehen und gegen anzugehen und jeden Menschen als gleichwertig zu sehen. Ich kann es manchmal wirklich nicht nachvollziehen, warum die Hautfarbe, Herkunft, das Geschlecht, die Religionszugehörigkeit
einen Menschen schlechter oder besser machen soll als einen anderen. Wie ich schon sagte, die Wahrheit ist auf dem Platz. Für mich gilt immer nur, wie verhält sich jemand? Ist jemand ein liebevoller Mensch? Dann ist es doch egal, ob der liebevolle Mensch dunkle oder helle Haut hat, wenig Haare oder viele Haare hat, groß oder klein, dick oder dünn, Mann oder Frau ist. Ich finde, es ist eigentlich so selbstverständlich, dass ich mir fast ein bisschen blöd vorkomme, dass ich das sozusagen aussprechen muss. Und es ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass die Menschen, die sich in ihrem Hass verloren haben, dass die diese Videos schauen, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Meistens gucken es ja dann doch die Menschen, die schon so ein bisschen in diese Richtung auch denken. Aber wir alle kennen vielleicht solche Menschen. Und wer sich so ein bisschen mit Spiritualität und Psychologie beschäftigt hat, der kennt ja auch den Begriff der Projektion. Nicht, dass wir unsere eigenen Ängste, unsere eigene Verlorenheit, unsere eigene Minderwertigkeit, dass wir die nicht in uns finden können, dass wir die nicht in uns integrieren können, sondern dass wir auf andere projizieren müssen, dass wir unseren Schmerz versuchen zu lösen, indem wir anderen Menschen Schmerz bereiten, anstatt dass wir bei uns anfangen und dass wir mit unseren Ängsten und unseren Schmerzen, unseren Projektionen umgehen, dass wir auf dem Weg der inneren Integration weiter voranschreiten, weil das fühlt sich so viel besser an. Wer es nicht glauben kann, macht doch einfach mal den Versuch. Wie fühlt sich das an, wenn ich jemand anderen beschimpfe, wenn ich jemand anderem Schmerzen oder Leid zufüge? Und wie fühlt sich das an, wenn ich jemand anderen helfe, wenn ich jemand anderen Freude mache, wenn ich jemand anderem Mut mache? So, wie fühlt sich das an? Und ich kann nur hoffen, dass wir in diese Richtung gehen. Und ich glaube, dass jeder Tag jetzt, den wir in dieser Quarantäne, in diesem Retreat verbringen, dass das auch ein Aufatmen eben für unseren Planeten sein kann und dass wir dadurch die Möglichkeit haben, einmal wirklich auf die natürliche Rhythmik zurückzukehren, auf das, was wir eigentlich, dass wir ohne diesen ganzen Ablenkungskram, dass wir mal zu uns finden. Und wenn wir uns mal langweilen und wenn uns mal etwas fehlt und wenn mal irgendetwas nicht da ist, dann ist es vielleicht auch mal ganz interessant, da mal hinzuspüren, wie sich das eigentlich anfühlt, ob das wirklich so schlimm ist. Nicht dieses Gefühl kennen ja die meisten Menschen auf der Erde, die eben diese ganzen Dinge nicht haben. Oder das kennen viele von uns, die sich darum bemühen, nicht mehr zu rauchen, nicht mehr zu trinken, nicht mehr bestimmte Lebensmittel zu essen, sich anders zu ernähren, sich anders zu verhalten. Das ist ja auch oftmals ein Verzicht. Und der Buddha sagt ja, dass aus Abgeschiedenheit, dass aus Verzicht, dass aus Zurücktreten, aus von der äußeren Welt sich mehr die Energie in die innere Welt, mehr in die innere Welt bringen, dass das eben wie großes Glück bedeutet. Nur dieses große Glück ist nicht sofort da natürlich, aber es kann entstehen. Und das ist dann etwas, was wir in uns tragen und was uns niemand wegnehmen kann und was unabhängig davon ist, ob irgendeine Veranstaltung stattfindet oder ob noch Klopapierrollen im Supermarkt sind. Ja, es war so ein bisschen Wort zum Sonntag mäßig. Ich würde sicherlich auf diesem Kanal auch mal wieder ein Video machen, was nicht unbedingt diese Lage oder den Coronavirus impliziert, was vielleicht ein rein astrologisches oder buddhistisches Thema ist. Finde es aber jetzt in dieser Zeit wirklich wichtig, auch von dieser Seite her mit diesen Möglichkeiten, die dieses Medium ja mir bietet, auch auf diese Art und Weise meine Meinung und das, was ich für wichtig finde, weiterzugeben. Ich wünsche uns allen, die dieses Video sehen und hören, einen schönen Abend, eine gute Zeit. Ich werde mich bemühen, in der nächsten Zeit weiterhin solche Videos dieser Art einzuspielen und wünsche uns allen nur das Beste. Bleibt gesund, vor allem auch an Körper, Geist und Seele. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.